Während dieser geführten Meditation konzentrierst du dich auf dein Herzchakra und wie du es heilen und mit neuer Energie füllen kannst. Falls du dies noch nicht getan hast, mache es dir jetzt bequem. Dann nimm zuerst deine linke Hand und massiere den rechten kleinen Finger. Massiere ihn sanft und dann, wenn du soweit bist, wechsle die Seite und massiere deinen linken kleinen Finger mit deiner rechten Hand. Wenn es für dich angenehm ist, dann kannst du in der Meditationsposition für dieses Chakra sitzen. Dabei formst du mit den Fingerspitzen deines Daumens und Zeigefingers einen Kreis. Lege dann die linke Hand auf dein linkes Knie oder den Oberschenkel und halte deine rechte Hand vor deinem Brustbein, direkt über dem Solarplexus. Wenn du dich in einer anderen Position wohler fühlst, dann kannst du natürlich auch diese einnehmen oder dich einfach hinlegen und die Hände so legen, wie es für dich bequem ist. Mache es so, wie du dich gut fühlst und dass es dir bequem genug ist, um loslassen zu können. Wenn das Herzchakra eingeschränkt ist, kann es zu Enttäuschungen in Liebesfragen oder Lungen- oder Hautproblemen kommen. Ein gesundes Herzchakra manifestiert sich als gesunde Liebe zu sich selbst und zu anderen, Akzeptanz und Empathie. Das Herzchakra hat viele Funktionen im Körper. Es ist mit dem Herzen, der Lunge, dem Blutdruck, der Haut und dem Immunsystem verbunden. Wenn du dies noch nicht getan haben solltest, schließe bitte deine Augen, wenn du bereit bist. Entspanne deinen Körper mehr und mehr mit jedem Atemzug, den du nimmst. Achte auf das Heben und Senken deines Bauches, während du langsam und tief atmest. Konzentriere deine Aufmerksamkeit auf deinen Kopf oder auch deine Kopfhaut. Entspanne diesen Bereich deines Körpers. Denke einfach nur an Entspannung und dein Körper wird diesem Gedanken folgen. Lass das Gefühl der Entspannung über deine Stirn und Augen fließen. Entspanne deine Augenlider. Jetzt entspanne deine Wangen, den Mund und Kiefer. Entspanne deinen Hals, den Nacken, die Schultern und die Arme bis hinunter zu deinen Fingerspitzen. Atme ein. Atme aus. Und entspanne deinen Brustbereich bis zu deinem Bauch. Und dann entspanne den ganzen Weg die Beine herunter bis zu den Füßen und Zehen. Atme ein und atme aus. Dein Körper ist jetzt völlig entspannt. Falls dir während dieser Meditation irgendwelche Gedanken kommen sollten, so sei gewiss, dass dies vollkommen natürlich ist und zwinge sie nicht zu gehen. Erkenne sie stattdessen an und erlaube ihnen, für jetzt vorbeizuziehen.
Es ist in Ordnung, Gedanken zu haben. Und es ist auch in Ordnung, sie gehen zu lassen während dieser Meditation. Dann bringe deinen Fokus zurück auf deine ruhige und rhythmische Atmung. Atme ein und aus und fahre mit deiner Visualisierung fort. Du bist jetzt völlig entspannt und auf einer gesünderen Ebene des Geistes, in der Lage, dich auf die erfolgreiche Energieversorgung und Heilung deines Herzchakras zu konzentrieren. Das Herzchakra befindet sich auf der Höhe deines Herzens. Stell dir ein helles, grünes Licht vor, das von diesem Bereich deines Körpers ausgeht. Wie fühlt es sich an? Glüht es auf seinem vollen Potenzial? Oder könnte es stärker und heller leuchten? Sende jetzt heilende Energie zu diesem Chakra. Vertraue einfach auf deine Vorstellungskraft. Genau so, wie du es machst, ist es richtig für dich. Während du diese heilende Energie an das Herzchakra sendest, möchte ich, dass du an die Liebe in deinem Leben denkst. Liebe kann auf viele Arten gefunden werden. Nicht nur mit anderen Menschen, sondern auch mit Tieren, der Natur, den Künsten und vielen anderen Dingen. Wie bringst du gegenwärtig Liebe in dein Leben und wie zeigst du sie gegenüber anderen? Nimm dir einen Moment Zeit, um dich darauf zu konzentrieren. Falls es Menschen oder Situationen in deinem Leben gibt, die ein bisschen mehr Liebe von deiner Seite gebrauchen könnten, dann möchte ich, dass du dir diese Person oder Situation oder Aufgabe vorstellst. Stell dir jegliche vor, die du magst, und dann sende ihr etwas liebende Energie. Fühle, wie diese Energie von dir zu der anderen Person oder Situation fließt. Fühle, wie sie diese Liebe empfängt. Fühle, wie diese liebevolle Energie um dich herum fließt, wie ein sanfter Wind. Bemerke, wie wunderbar es sich anfühlt, deine Liebe zu teilen. Nimm dir noch einen Moment Zeit, um deine Liebe zu teilen. Du kannst diese Energie dann auch wieder zurückempfangen und so einen natürlichen Kreislauf von Geben und Nehmen kreieren. Stell dir dazu einfach vor, wie die Energie der Liebe auch wieder zu dir zurückfließt und in dein Herzchakra fließt und sich dann über deinem ganzen Körper verteilt.
merke, wie das hellgrüne Licht deines Herzchakras jetzt heller und stärker leuchtet und es mit voller Kraft und in perfekter Harmonie funktioniert. Jetzt möchte ich, dass du dir vorstellst, einen Spaziergang in einer wunderschönen, natürlichen Umgebung zu machen. Vielleicht in einem Wald oder in einem Park, am Strand oder in irgendeiner anderen natürlichen Umgebung, in der du dich wohlfühlst. Gehe jetzt in Gedanken herum und bemerke all die schönen Details um dich herum. Vielleicht riechst du die Blumen, berührst die Pflanzen, hörst die Vögel oder andere Tiere um dich herum und fühlst einfach diese großartige Verbindung, die du zu deiner Umgebung und der Welt und dem gesamten Universum hast. Genieße dieses Gefühl für einen weiteren Moment. Während dieser Meditation hast du dein Herzchakra erfolgreich neu aktiviert und geheilt. Es leuchtet und funktioniert in perfekter Harmonie mit deinem Körper, Geist, deiner Seele und dem Universum. In einem Moment werde ich von 1 bis 5 zählen. Wenn du die Musik noch ein wenig länger anhören möchtest, oder in einen tiefen, erholsamen Schlaf fallen möchtest, dann wirst du dies, wenn ich 5 sage, tun. Wenn du aufstehen und mit deinem Tag vorangehen möchtest, dann öffnest du deine Augen, wenn ich 5 sage, und wirst dich dann wunderbar ausgeglichen und erholt fühlen. 1 2 3, 4, 5. Vielen Dank, dass ich dich durch diese Meditation führen durfte und du mir dein Vertrauen und deine Zeit geschenkt hast. Wenn dir diese Meditation gefallen hat, dann kannst du auch weitere Meditationen auf meinem YouTube-Kanal finden. Denk daran, meinen Kanal zu abonnieren, damit du auch über die zukünftigen Meditationen informiert wirst. Kostenlose Downloads und Kurse kannst du auf meiner Website finden, www.ninabeste.de. Ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag oder Abend und freue mich darauf, dich bald wieder zu deiner nächsten Meditation begrüßen zu dürfen. Mit viel Liebe und Dankbarkeit, deine Nina.